Also ja, die Gruft ist größer. Wie kann ich helfen? Sofort! Was ist los? Ist das alles? Die Gruft ist größer und... ramponierte Skelette erwarten uns. In diesem Tümpel steht eine leuchtende grüne Flüssigkeit. Unter ihrer Oberfläche treiben mehrere menschliche Skelette. Gewiss. Ja, eine Streitaxt, okay. Woran hast du gedacht? Wenn es sein muss... Ja? Stirb nach. Weiter! Sag, was du von mir... Sofort! Bastardschwert ist in Ordnung. Oh, das ist nur... Wie kann ich helfen? Okay. Sofort! Das heißt, wir können mal hier reingehen. Dieser Sarkophag ist geöffnet und leer. Eine dünne Staubschicht bedeckt seinen Boden. Wahrscheinlich, weil wir gerade seinen Insassen, also seinen Besitzer, getötet haben. Worum handelt es sich? Schau mir ruhig zu. Insassen, genau. Oh, jetzt wird's spannend. Ein Befehl. Es soll geschehen. Skelette, die zweihändige Schwerter tragen. Das klingt doch toll. Also Skelettbogenschützen, die zweihändige Schwerter tragen. So meinte ich. Mit Vergnügen. Okay, ich dachte mir fast, dass hier mindestens eine Falle ist. Brauchst du mich? Brauchst du mich? Wird erledigt. Das ist nur eine Streitaxt. Das ist nur ja. Ein Flegel. In Ordnung. Ja? Schau mir ruhig zu. Was haben wir hier noch? Ist es ein normales Kurzschwert? Ist nichts wert, aber der da dürfte es wert sein. Sag, was du sofort. Was? Wenn es dein Wunsch ist. Hi, Jungs. Wie kann ich helfen? Sofort. Aua. Dass wir gewalttätig werden müssen. Mögen die Götter mich schützen! Stürm an die Sterne, die Klinge! Okay, hi. Tempelwächter. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Dein Befehl? In Ordnung! Tempelwächter tragen Bastardschwerter bei sich. Pfeile für dich. Was ist los? Ich tu's. Ja?
Es soll geschehen. Woran hast du gedacht? Ist das alles? Sag, was du von mir willst. Ich höre. In Ordnung. Okay, da ist eine Falle. Wie kann ich helfen? Melden die Götter mich schützen! Und das war ein Ghoul. Was? Wenn es dein Wunsch ist. Oh, Geld und ein Edelsteinchen. Das nehme ich gerne an. Und hier der Bade. Wanne liegt auch noch was. Also hier haben wir was. Tee. Heiltränke. Langschwert plus 1. So, bringt in erster Linie nur mehr Schaden, weil die haben schon einen ETW-Bonus von minus 1, die Klingen. Aber jetzt haben wir wenigstens etwas, womit wir normale Schatten und so verletzen können. Weil eine plus 1er Waffe schon als magische Waffe zählt. Sag, was du von mir willst. Einverstanden. Ich höre. Gut, ich tue's. Da haben wir nicht aufgepasst. Wie kann ich helfen? Was soll es geschehen? Ich werde dich töten. Was ist los? Woran hast du gedacht? In Ordnung. Dieser Sarkophag ist geöffnet und leer. Eine dünne Staubschicht bedeckt seinen Boden. Dein Befehl? Sofort! Ich höre, so soll es geschehen. Oh. Ja? Mögen die Götter mich schützen! Gut. Was, wenn es dein Wunsch ist? Dachte ich mir, dass hier auch wieder eine Falle ist. Verschlossen bist du nicht. Verstricken kann nur von Druide, Schamane, Kleriker, Waldläufer, Kombi und Dings verwendet werden. Also können wir das verkaufen. Ist ein bisschen unpraktisch. Ich kann keinen verstricken. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Gut. Dabei wäre gerade Verstricken ein... Wie kann ich helfen? Sofort. ...sehr wichtiger Zauber gewesen. Gut, das können wir dann anders kompensieren. Dein Befehl? Euer Ende ist nah. Es soll geschehen. Bereit zu neuen Tag. Verstanden. Was haben eigentlich die Skelette hier noch? Nichts Besonderes, okay. Was ist mit Vergnügen? Oh, noch einer. Na, komm mal her. Ich werde dich töten. Ja? Vorwärts zum Sieg! Weiter! Was hast du gedroppt? Nur ein Langschwert, okay. Woran hast du gedacht? Ist das alles?
Noch was zum Plündern? Sag, was du von mir willst. Noch ein Krüppelskelett. Es soll geschehen. Das hat er auch. Oh, das hat er ein Wasserschwert dabei. Okay. Ich höre. Ist das alles? Den Gruftschrecken. Oh je, das ist nett. Wie kann ich helfen? Wie kann... Das macht mir nichts aus. Aber nette Erfahrungspunkte. Aber Gruftschrecken sind so Viecher, die ich nicht leiden kann. Weder in Icewind Dale 1 noch in 2. Priesterschlüssel. Und Handschuhe. Noch ein Improvisionstrank. Also ja, es ist schön, dass wir die Dinger nachgeworfen kriegen. Handschuhe der Waffenfertigkeit. Die helfen. So kann er selbst eine ihm unbekannte Waffe mit einem Geschick beherrschen. Ja. Ja, wem? Also er hat 14. Eigentlich sollten wir sie gerade ihr geben, weil sie Dual-Wield hat. Dein Befehl? Später können wir sie ja jemand anderem geben. Und wir haben da noch einen Schlüssel. Dies ist ein reich verzierter goldener Schlüssel, auf dessen Griff ein schwarzer Onyx prangt. Bei genauerer Betrachtung ist ein kleiner Totenkopf erkennbar, der in den Edelstein geritzt wurde. Ja. Torschlüssel, Priesterschlüssel, Schlüssel zum Allerheiligsten. Was ist los? Wenn es sein muss. Hier ist der. Nein, wer jetzt erwartet? Oh, Ghule. Ja. Kommt her, wenn ihr euch traut. Ich schlag dich in Stücke. Woran hast du gedacht? In Ordnung. Der Sarg ist nicht so leer. Dieser Sarkophag ist geöffnet und leer. Der Deckel wurde sorgfältig an die Wand gestellt. Ring, der nichts wirklich Besonderes ist. Ein Stärketrank. Ist das noch ein Bogen plus 1? Ja. Also den können wir dann auch verkaufen, weil sie hat schon einen. Wie viel Zauber hast du jetzt eigentlich noch im Petto? 2. Sag, was du... Einverstanden. Ich höre. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Ah. Wie lautet deine Aufgabe? Sofort. Was? Wenn es sein muss. Okay, hier ist keine Falle dran. Heiliges Symbol Mirkwurz. Den haben wir nicht unbedingt. Wobei, nehmen wir ihn mit, wenn wir ihn schon haben.
Trank der Schöpferkraft ist nicht verkehrt. Heilende Hände und Lebensentzug können wir irgendwann benutzen. Schienenpanzer, den kannst du mit dir rumschleppen. Ja, dieses Symbol stellt einen weißen Totenkopf dar, der von vorne auf einem auf braunem Grund zu sehen ist. Der Totenkopf scheint aus Elfenbein geschnitzt und in der Mitte eines braunen Onyx gesetzt worden zu sein. Hätten wir den in der anderen Gruft vielleicht gebraucht?